Better to detonate that mine safely than trip over it myself. Ja, dann mach das mal. Ja. Ich geh mal von der Wand weg, ich hab Angst. Probier mal kurz auch die Behälter vorher noch. Richtig, die Behälter vorher noch rein. Okay. Fünf Stunden später, hallo, ich geh weiter. Hol doch da hinten. Ist auch noch eine Tür, da gehe ich jetzt rein. Bist ja eh nicht fertig da hinten. Och, ich bin gleich fertig. Klack. Ich habe jemanden gefunden. Villegar. Nehmt gleich vor mir in Acht. Villegar ist mein Name. Ich behandle euch sicherlich nicht wie eine Dame. Meine Tricks ist bekannt in allen Landen. Meine Reime reimen sich gut. Gleich wird sie sterben. Gleich wird sie sterben. Villegar. Verstanden. Könnt ihr etwas... Erzähl mir was. Ihr wollt mehr über mich wissen. Ich bin der Beste, das kann ich sagen. Mit ruhigem Gewissen. Ich bin ein Trickster, ein Reimer, so wunderbar. Der größte Anhänger des Trickster und reimenden Bellagar. Deine Reime sind so schlecht, ey. Die könnten von Beethoven persönlich sein. Was ist das für ein Raum? Ein hässlicher. Bedauernswerte Gestalt, ihr seid in meinem Hinterhalt. Wenn ihr euch bewegt, explodiert der Raum. Gefangen seid ihr. Welch ein schlimmer Traum. Eure einzige Hoffnung ist ein geheimer Knopf. Doch bewegt ihr euch, sterbt ihr. Ihr armer Tropf. Ist der Schalter rot, blau, orange, werdet ihr ihn finden und Stronge? Florange? Ich bin Billigar, haha. Ich verabschiede mich jetzt. Vergesst nicht, tut einen Schritt mit eurem Bein, dann könnte dies euer letzter sein. Leider könnt ihr meinen Geheimschalter nicht finden, ohne euch zu, bewegen. Ja, ich seh den Geheimschalter, der ist unter dem Stuhl. Unter dem Stuhl? Ja, geil. Das stimmt, aber ich kann nichts draufstellen, ich darf mich nicht bewegen. Könntest du mich eventuell retten kommen? Was zahlst du denn? Ich zahl dir mit meiner Faust in deine Visage. Bieg dich jetzt! Ja. Du könntest probieren, ob du den Stuhl auf den Schalter stellen kannst. Das Problem ist, wenn ich da jetzt hinkomme und das falsch mache oder so, sterben wir beide. Und dann haben macht nichts, du hast gespeichert. Dann haben wir Game Over. Komm jetzt! Beweg deinen Arsch! Mach hin, ich darf mich nicht bewegen. Ich komm mit Madora. Oder möchtest du so unbedingt, dass ich uns alle in die Luft jage? Der ist so offensichtlich. Ich wette, wenn ich mich jetzt bewege, fliegen wir vollkommen in die Luft. Ja, glitsch einfach mal durch die Tür, das ist, durch die Wand, das ist auch geil. Also nur bei dir. Ja, bei mir glitschst du gerade schön durch die Wand mit Madora. Such mal lieber, ob es noch was gibt. Das ist so offensichtlich. Ich suche ja schon. Du glitschst bei mir die ganze Zeit durch die Wand und ich kann mich nicht bewegen, um das zu ändern. Das nervt. Da ist noch eine Truhe. Räum hier mal schön alles aus, während ich hier stehe und einen Kaffee trinke. Das tue ich auch gerade. Ich bewege mich gleich, wenn du dich nicht beeilst. Ja, ich suche ja den Schalter. Such schneller! Das Gemälde, das Interessante ist, das Gemälde kann ich nicht nehmen, das ist unerreichbar. Ja, du glitschst schon wieder durch die Wand. Ich beweg mich jetzt gleich, ich gebe dir 3 Sekunden. 3. Du! Alter! Kleine Mistvieh! Ich helf dir gleich, Mistvieh! Sag mir, wo der Schalter ist, dann drücke ich dir den, gerne! Wie wär's denn, wenn du mal die Kisten verschiebst, du Held? Und die Truhe mal unter allem nachgucken. Staub. Ich glaube, du hast mich gerettet. Ich bewege mich. Ja. Glaub ich dich gerettet. Oh, besser für dich, du kleiner Mistkäfer. Erst dir alles einkassieren, weißt du, und dann so, ey. Pff. Wenn der Inventar, dann weißt du, dass ich alles einkassiert habe. Spielpartner, ey. Pff. Nichts einkassiert für mich.
Und das hauptsächlich an dich geschickt gerade. Können die Zuschauer bestätigen? Ja. Könnt ihr doch, oder? Macht das mal, schreibt's rein, schreibt's, gibt's ihr. Haut ihr das ordentlich ins Gesicht. Ja, wollen wir mal eine Wette abschließen? Wer es reinschreibt, also wenn es jemand reinschreibt und wenn nicht, hä? Wenn es jemand reinschreibt, dass ich dir das wirklich gegeben, dass ich dir wirklich was gegeben habe von den Sachen. Es muss nur einer sein, das ist klar, ja? Was dann? Ja, was dann? Das Problem ist... Was wollen wir da denn wetten? Keine Ahnung. Bin dann mal einen Tag lieb zu dir? Du sollst nicht das versprechen, was nicht geht. Oh. Ich geh jetzt ohne dich weiter, ich hab die Schnauze voll. Oh, Piratennotizen. Ich hab einen Zahn aufgehoben, voll eklig. So einen benutzten alten. Look out! I see a trap nearby. Ah, yeah, I have seen, Ist sehr gut. Und du springst dich selber in die Luft. Das hättest du aber gerne. So, ja, da muss man aber echt viel aufsammeln, das ist schlimm. Zähne, Pfeilspitzen und so ein Kram hast du gesammelt, ne? Ich sammle eigentlich so ziemlich alles. Wolle. Wolle auch? Ja. Ich gib's dir einfach mal. Ich bin mal gespannt, wie ich es irgendwann nutzen kann. Warte mal, ich muss gerade noch das Amulett identifizieren. Okay, das ist scheiße. Gehen wir weiter. Gehst du gerade mal weiter an? Hold. Geh ich mal kurz rein, ob die Madora irgendwas gebrauchen kann. Nö. Wahrnehmung Lehrmeister. Da steht doch was mal. Ja, tue ich. Kein Problem. Schön, dass sie einfach keinen Apfel frisst. Die Zweihandwaffe ist nicht relevant für sie. Ich nehme sie ja eh, mit Schild ran. Das klingt gut, oder? Ja. Das klingt formidabel. Du nimmst sie mit dem Schild ran. Aber ja, ich gebe sie mit dem Schild richtig. Tu hier mal deine Aufgabe und mach mal das Gift weg. Sei mal nützlich. Talonsius! Ah, da ist der Schalter. Warte. Ich wollte nur regnen müssen. Eigentlich. Geh doch mal weg da. Ja, er rennt erst mal 10 Kilometer. Was machst du denn da? Noch die andere Gipfalle ausmachen. So macht man das. So macht man das. Ist immer mal wieder Schalter. Look out! I see a trap nearby. Ich bin der Knochen trocken. Ich halte das aus. Ja, warte, ich gieß dich. Du stirbst voll. Heißt du mal Madora? Bitte? Ja, ich hab sogar mal ausnahmsweise mal bitte gesagt. Ja. Das muss ich mir direkt Das musst du dir bitte dick, fett und rot in deinem Kalender anstreichen. Ja, das hatte ich gerade vor, aber ich habe mein Handy gerade hier nicht liegen, deswegen kann ich nicht machen. Wenn ich mal... Oh, warte, komm zurück. Ja, ich hab's gerade gesehen. Wenn er mal nett zu mir ist, Alter, dann muss ich direkt ein Fest feiern. Das geht gar nicht anders. Natürlich hört es jetzt genau in dem Moment auf zu regnen. Scheiße. Kannst du noch mal regnen lassen. Kampf war schnell. Lass noch mal regnen. Ja. Was war denn das jetzt? Ja, das waren so Sprengviecher. Oh.
Meine Tastatur reagiert heute wieder formidable hier. Leute, sehe ich aus wie ein Regenmacher? Ja. Schade, ich kann. Die Ratte ist auch nass. Die Ratte? Hier unten rennt eine Ratte rum. Ratteli! Goodbye! Ratinke. Wer heißt die Ratinke oder das ist eine Ratinke? Oh, da sehe ich zwei Geister auf jeden Fall schon mal. Komm mal, da ist nichts mehr aus einem kaputter Steg. Die scheinen freundlich gesagt. Liliana und kopfloser Nico. Ich rede mal mit Liliana. Kopfloser Nun, Nico, ihr seid offensichtlich nicht aus dieser Gegend, was? Mein Name ist Liliana. Ich freue mich ganz eurerseits. Ha! Eingebildete Schlampe. Habt ihr meinen Vater schon kennengelernt? Er ist ein bisschen... Hohlkopf? Kopflos. Wie seid ihr und euer Vater hergekommen? Nun, damals waren wir mehr als Ektoplasma im Wind. Mein Vater, seine Freunde nannten ihn Nico und ich waren umherreisende Künstler. Er war ein Mann der Worte, ein außergewöhnlicher Geschichtenerzähler und ich war seine geliebte kleine Komödiantin. Nico, der Bade von Lach eine Minute Lilly, haben wir uns genannt. What the fuck? Sind wir hier bei RTL oder was? Klar. Auf unseren Reisen wurden wir von einer Bande übler Freibeuter aufgegriffen. Genau in dem Moment, als die Hälfte von ihnen durchgedreht ist. Sie haben uns abgeschlachtet und sich gegenseitig die Wahnsinnigen... Lecker Buffet. Lecker, lecker, ne? Scheint ein aufgeregtes Leben für ein kleines Mädchen zu sein, sag ich jetzt mal zu ihr. Es war natürlich nicht immer so. Damals, als mein Vater der gefragteste Bade in Anderwall war, wollte ihn jede Veranstaltung und er hat den Preis bestimmt. Aber wisst ihr, das Glück ist ein grausamer Begleiter. Meine Mama wurde bezichtigt, Quellenmagie zu praktizieren und Papas Ruf konnte weder sie vor dem Henker retten, noch verhindern, dass er von der Oper zu dem schäbigsten Spelunken in der Innenstadt von Tiefenspitz verbrannt wurde. Verbannt, nicht verbrannt. Entschuldigung. Ja, wir verbrennen ihn darunter. Also wir verbrennen ihn, verbuddeln ihn darunter. Genau. Und dann steht er auch noch wieder auf und wir köpfen ihn nochmal. Juhu! Aber er und ich haben mitgenommen, was wir konnten. Als ich seiner Nummer beigetreten bin, haben wir jede Groschen aus der Vater-Tochter-Sache rausgequetscht, den wir konnten. Wegen des Kopfes eures Vaters. Pontius Pilatus hat ihn eigenhändig abgeschlagen. Ich weiß nicht, wo sein Kopf abgeblieben ist. Entweder ist er mittlerweile zu Staub zerfallen, so wie wir eigentlich auch hätten enden sollen, oder sein geisterhafter Kopf dümpelt irgendwo in den Tiefen vor sich hin. Ihr scheint viele herumzukommen. Wenn ihr auf der Bürde des Chaoten trefft, bringt sie her. Ich habe es satt, den ganzen Tag auf diesen hirnlosen Rumpf zu starren. Es wäre viel besser, in die Halle der Seelen weiterzuziehen. Schon wieder die Halle der Seelen, siehst du? Schon wieder zwei Kandidaten, die nicht rein können. Wir haben alle ihren Backstage-Pass vergessen. Was heißt können? Vielleicht wollen sie einfach nur nicht. Ich frage mich, ob es sich daran gewöhnt hat, kein Gesicht zu haben. Ich persönlich könnte mir mein Gesicht niemals ohne Augen vorstellen. Was könnt ihr mir über die Piraten erzählen, von denen ich gehört habe? Ein Haufen verdammter Schurken war das. Sie haben mich mit einem Schwert durchbohrt und Papas Kopf ins Meer geworfen. Cheerio, ich gehe nicht schwimmen. Sie waren zu Lebzeiten sehr gefürchtet. Sie hatten einen äußerst mächtigen Stein, den sie beinahe unaufhaltsam machte. Ich habe ihn mit meinen eigenen Händen berührt. Er war warm wie Blut. Ich glaube, sie wollte von irgendwas anderem durchbohrt werden, nicht von einem Schwert. Aber er machte sie genauso verrückt wie unbesiegbar und bevor sie ihre geplünderten Reichtümer auskosten konnten, richteten sie ihre Schwerter gegeneinander. Pontius, ihr Anführer und der blutrünstigste von ihnen allen, sucht diesen Ort noch immer heim. Es gibt Geschichten, dass er in den Tiefen dieser Höhle wartet, bewacht von einem geheimen Dingsbums in seinem alten Büro. Einem geheimen Dingsbums? Alter. Aber sollte er hier sein, habe ich ihn noch nie einen Mucks von ihm gehört. Gut, ich bin da mal weg, ne? Bye. Du bist da mal weg? Ajo, ciao, ne? Cheerio, wir sehen uns nächste Woche. Bye. Mit dem Nico kannst du sogar handeln. Geh mir jetzt... Kauf mir mal einen Hühnerfuß bei ihm. Oh, lecker. Ah ja, stimmt, die hatte ja auch noch. Mal gucken.
Sie hat Pilz. Einen blauen Pilz, Alter. Damit kann ich mir voll die Birne wegschießen. Ja, Pilze. Falls ihr, falls ihr mich gerade kauen hören habt, ich habe gerade... Er frisst schon wieder. Eingelegte Gurken mit Nutella gegessen. Ah, nee, ohne Nutella. Aber Chili-Gurken. Ich wusste gar nicht, dass du schwanger bist. Endlich bekommst du unser Kind. Alter, ich bin so schwanger, ey. Ich drück dir das Kind raus, ey. Aber was, wenn ich auf den Klo schießen muss? Wetten? Wetten, hinter dieser verschlossenen Tür da hinten am anderen Ende des Ganges sitzt Pontius und dreht Däumchen? Pontius und Pilatus? Nee, nee, nur Pontius. Pilatus ist schon tot. Den habe ich das Klo runtergespült. Jetzt weißt du auch, warum du letztens die Verstopfung hattest auf dem Klo. Wir könnten die Tür aufbekommen, wenn ich jetzt die passende Schriftrolle hätte. Oder ich versuche mal was anderes. Wo war die Tür nochmal? Cool, ich habe hier gerade irgendwo nochmal Wasserspritzen sehen. Ja, ja, ich auch. Wo waren die Scheißtür nochmal? Hier hinten, oder? Ja, irgendwo da. Ich gehe mal hier oben noch kurz die Fässer durchsuchen. Die haben eigentlich nicht durchsucht. Hi! Soweit habe ich ja alles schon geklaut, was geht, was nicht Niet und Nagelfest ist. Ich möchte... Also Divinity im ersten Teil hat es funktioniert, aber ich befürchte, dass es hier nicht gehen wird. So, the door is closed. Oh, Backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Band? Vier. Liebsche, sag mal, hast du die zweite Teleportpyramide? Zweite Teleportpyramide? Ja. Ich hab eine Teleportpyramide. Du hast eine. Kommst du mal zu mir? Und... Was ist denn jetzt meine? Da. Und versuchst sie mal bitte dann hier gegenüber auf die Treppe zu legen. Also aus dem Inventar reinziehen und dann halt versuchst sie dahinter zu legen. Ist eine Teleportpyramide? Ja, Teleportpyramide. Ich befürchte zwar, dass es nicht klappen wird, was eigentlich ziemlich dumm wäre. Weil es in Divinity 1 auch geklappt hat, aber... Es reicht wirklich, wenn du sie minimal hinter die Tür gelegt bekommst, aber ich glaube nicht, dass es geht. Geh doch einfach mal weg, bitte, da gerade. Ja, natürlich. Also, es hat nicht funktioniert, ja. Okay. Ich wollte bloß wissen. Ja. So, gucken wir doch mal, ob wir das Ding dahin werfen können. So, wo ist es denn? Ne, Fahrt blockiert. Wenn du hier so in der Ecke stehst, wo ich stehe gerade? Nee, der Fahrt ist blockiert, wie gesagt. Ach, dammit! Ich weiß, dass es Schriftrollen gibt, mit denen du Schlösser knacken kannst. Oder mit dem Dietrich. Aber ich habe weder das eine noch das andere gerade mit. Scheiße. Na gut, egal. So, dann sind wir hier fertig und können raus. Bis wir mal einen Dietrich haben, dann kommen wir zurück. Oder die passende Schriftrolle. Was müssen wir denn jetzt eigentlich noch machen? Das liegt ganz an uns. Da hast du wohl recht. So, ich jank schon mal raus, hier, du. Ach stimmt, wir waren hinten am Strand. Strand des Unheils. Ah, ich seh nix. Mach die Augen auf. Was haben wir denn hier? Ein Schild. Guck mal, ich schick das mal Madora. Ja, ein Zifferes, wenn's vorher, wenn's noch bunt ist. Ach so, ja. Aber kann das nicht sein? Hast du alles mit Alt abgesucht? Also, falls der Schlüssel vielleicht irgendwo rum... Also, ich hab so weit geguckt mit Alter, ich habe aber keinen Schlüssel gesehen. Okay. Ah, ich glaube nicht, dass sie das was für Madora bringt, aber ich schick's dir trotzdem. Ich habe 2, 4, keine Ahnung wie viele Schlüssel, aber keiner passt. Ich brauche Dietrich, ja. Glücksbringer, nee. Da ist den Schild, den ich habe, der ist besser. Ah, dann kannst du halt kaufen, dass du Schlüssel wieder... Ich habe Schlösser knacken nur auf Stufe.